Hallo meine Freunde, willkommen zurück in Tectonica. Wir gehen es jetzt an. Ich glaube wirklich schon, dass wir auf das Ende der Demo, sag ich, das Ende der Vorschauversion zusteuern. Weil ich weiß nicht, was da, ich denke halt einfach, da fehlt wahrscheinlich noch einiges. Nach oben hin ist noch Luft. Das habe ich schon. Ich denke, wir sind hier. Weil ihr seht es hier. Auf der Seite Victor. Nach Victor wird nichts mehr kommen. Jetzt mal. Es gibt dann den anderen, aber der wird das in ein Update kommen. Da werden wir dazwischen mal pausieren. Und jetzt versuchen wir wirklich das endlich mal fertig zu kriegen. Wir haben jetzt 785 von diesen Teilen da. Ich habe jetzt das händisch aufgestellt teilweise. So, wir werden MK2 Schmelzofen schalten wir jetzt frei. Ich will den mal herstellen können. Dann, meine Produktion ist zu klein. Also ich weiß, merke mittlerweile, dass die Mats vorne, hinten, überall fehlen. Was für mich so viel heißt wie... Was so viel heißt wie, es wird langsam ein bisschen trickier. Schwebt da höher. Ist jetzt auch nicht unbedingt so wichtig. So. Wichtig wäre mal, wir brauchen Power technisch. Wir stehen an, wir laden auch dieses Ding ganz schlecht. Was haben wir hier? Ich habe jetzt die im Inventar hergestellt, einfach diese Dinger. 383 Megajoule gehen da rein. Das heißt für mich, wie wir laden schon, aber wir brauchen mehr Power. Wir werden hier jetzt einige beginnen zu ersetzen. Ich habe die MK2 angefangen zum Herstellen. Verstehe noch gar nicht, warum die rein nicht switchen. Ah ja, hier. 6 Stück habe ich hier. Das heißt, wir werden die mal hier platzieren und die wegnehmen. Ich möchte zuerst mal den Vergleich haben noch. 165. Und wir sind bei einer maximalen Produktion von 3040 eigentlich immer. Waren wir. Und jetzt da gehen wir es an. Ich will nur, dass alle gleich stehen. Ja, tun sie. Dann bringt einer 880. Also Leute, das schießt in die Höhe. Das ist abnormal, was die Leistung fahren. Wahnsinn! Also da ist ja... Und jetzt haben wir noch... Jetzt werden wir ja völlig drüber. Was bringen sie? Maximal 880 kW. Ich verstehe es nicht. Eigentlich müsste es noch viel mehr sein, oder? Siebentausend. Irgendwas mache ich da falsch. Mir hat ja wer gesagt, du brauchst mehr von diesen Rädern. Das habe ich im letzten Part erwähnt. Wollte das testen, gelang mir aber nicht.
7132. Will mir das Ding jetzt sagen, dass ich eigentlich für jedes von die Teile... ...ein eigenes Wasserrad braucht hätte? Und das alles eigentlich für den Arsch war, was ich da die ganze Zeit fabriziere? 7200, wenn ich das ein 160er dazugebe... ...wird's weniger. Jetzt wahrscheinlich das Rad ausbremst. Ich pack's nicht. Habe ich das wirklich verhunzt? Wenn ich da jetzt ein Loch aufmache, ist das Sand. Scheiße. Moment. Das ist ja dann völliger Blödsinn. Okay, na der wiederum hat was gebracht. Ich check das nicht. Theoretisch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 müssten die alleine müssen schon 8000 bringen. Irgendwas stimmt da nicht. Ich kann jetzt mal was riskieren. Nämlich, dass ich alles abreiß. Wenn jetzt zwar die Akkus bald leer werden, weil jetzt haben wir fast überhaupt keine Produktion mehr. Für die 3669, also mit den Upgrades. Und werfen wir mal noch mal ein Energie-Upgrade rein. Das bringt nochmal mehr elektrische Leistung. 4,3. So. Jetzt habe ich das Problem,
Ich produziere 4-3. Sind wir gleich wieder aufgebaut, so ist es nicht. Wenn ich da jetzt einen ransetze. 4-3. Noch immer 4-3. Es würde mich jetzt nur interessieren, ob das vielleicht auch am Spiel liegt oder ob das wirklich ich bin. Weil irgendwas macht mir da jetzt gerade nicht wirklich Sinn. Aber es hatte mir ja wer gesagt, ey du, nimm jedes Mal, du brauchst mehr Wasserräder. Da ändert sich nichts. Ich glaube mittlerweile, das meine ich wirklich so, wirklich, dass anscheinend pro Wassertüding ein Rad hingehört. Nehmen wir dann mal den F1. Nein, das ist falsch. Kurbelgenerator, so. Was hier? Bei 4-8. Und produzieren 4-8. Und produzieren nur immer 4. Es ist mir wirklich langsam ein bisschen zu blöd. Ich glaube, ich baue einfach alles einzeln da auf irgendwo und fertig. Weil irgendwie finde ich das jetzt schon langsam zum Kotzen, dass das irgendwie keine Erklärung hat. Wie gesagt, ich finde das Spiel jetzt nicht schlecht, aber... Alter, komm schon, ein bisschen eine Erklärung. Ich meine, das müsste es ja... Das müsste es ja selbst sehen, dass das, wenn man da neu ist, da genau nichts scheißen gehen kann mit dem da. Du Vollpfosten, ich will das nicht da dazwischen gehen. Muss ich jetzt jede zweite Reihe versetzen, dass sich das vielleicht ausgeht mal. So, ist mir jetzt egal. Ich pfeife jetzt drauf, ich raus einfach so rein. Hm, 4-8. Mei wurscht, ich muss sie ja nicht wissen. Wir sind auf jeden Fall einmal
gut dabei mit dem Ganzen. Gut, wir brauchen aber auch die neuesten. Das machen wir jetzt dann nachher, weil ich krieg da gerade ein bisschen an. Ja, ein bisschen an Bericht zusammen. Weil mich das jetzt gerade nervt, dass das absolut für mich jetzt keinen Sinn ergibt. Und da ein paar herstellen dann. Hab sogar noch einen. Ja, ich verstehe es einfach nicht. Ist auch wurscht. Wenn man das wer erklären kann, wär cool. Ab in die Kommentare damit. Das wäre nämlich schon sehr cool, wenn man das ja sagen könnte, warum das so ist gerade. Ich verstehe es nicht. 5, 2. Welche Nahenkurbel sind es? 6. Drehen sich die Räder da nicht schnell genug, damit das mit dem händisch Ankurbeln so viel cooler geht, oder? Jetzt einfach den Moment jetzt wegnehmen. 5760. 5760. 5760. Wären 6760, sind genau 960 mehr. Also. Ja. Bringt der jetzt ernsthaft die Leistung, weil ich zwei Wasserräder hat? Das heißt, der müsste auch der mit einem Wasserrad mehr. Schauen wir mal. 6720. Sind jetzt so genau 480 mehr, die Hälfte von 360. Ich dreh durch, die brauchen einfach zwei Räder. Ihr Zweck, ihr braucht nichts da. Unnötig. Dann schauen wir mal. 5200. 200. Ja, müsste ungefähr 6200 sein, weil ich ungefähr 2000 mehr habe. Ich raff's. Also. Ich weiß nicht, was die Queen gesagt hat. Nämlich, ich bin not amused. Bin ich auch nicht gerade über das, was da gerade abgeht.
Weißt, das musste ja mal wer sagen. Das ist ja völlig gemein eigentlich, dass das nicht gesagt wird. Kann man hier durchlaufen, oder? Das ist ja urfies. Siebenhundertsechzig haben wir jetzt da. Mariana dazu. Das heißt, eigentlich wäre ich ja. Bräuchte ich das hier gar nicht so viel, was ich da eigentlich vermutet habe. Scheiße. Dann machen wir dann noch rein. Schauen wir mal, was der Victor will. Diese scheiß gemeine Geschichte, das. Wusa. Eins, zwei, drei, vier, fünf mindestens. Dann kann ich es jetzt wenigstens alle mal richtig machen. Mich nervt das ja schon lange, dass die in die falsche Richtung drehen. Also das ist ja, der Perfektionist in mir kann das ja gar nicht leiden. Sechstausendzweihundertvierzig. Jetzt müssen wir für 7100. Ah, 62. Nehme ich auch. Wir produzieren jedenfalls wesentlich mehr Strom mit die zwei dran als mit einem, aber das sollte ist auch ungefähr am Soll. Am Soll jetzt dran. Kann ich das nochmal zeigen, wenn ich das jetzt wegnehme? Das sind nur 600, 6720. Ungefähr 1000 produziert das. So. Und wenn wir jetzt den hinstellen, wie gesagt, wir sind bei 6720. Ja. Sind genau 960 mehr. Da rennt der volle Kanne und ich habe die ganze Zeit eigentlich für den Arsch so betrieben. Gut gemacht, Wicked. Blöd geredet hast noch die ganze Zeit, Jetzt stehst da wie der letzte Arsch. Also sorry, falls ich da mal irgendwie geflucht habe drüber, weil irgendwas nicht geht. Aber anscheinend war es ja wieder mal Eigenverschulden. Schweres Eigenverschulden. Wie viel bräuchte ich denn der Platz jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei. Vier, fünf, sechs ungefähr für die zwei Räder. Und dann noch drei. Sechs für die zwei Räder. Ich meine, ich will das jetzt ja nicht übertreiben, aber ich habe ja noch.
Komm schon, stell dich her. Komm. Will ich jetzt eigentlich nicht. 1600. 8046. Und wenn ich jetzt nochmal 1000 dazu gebe, habe ich 9640 und 69 und 9000 irgendwas. Das müsste sich. So. Das plus 900 plus 1000 wären 9000. 640 und mit 960 müssen es 9600 nachher sein. Wenn er voll läuft. Approved. Wir haben's. Danke an denjenigen, der mir das geschrieben hat. Du brauchst mehr Kurbeln. Mehr von die Wasserräder. Ich habe es zuerst nicht überrissen, was gemeint war. Das Spiel hat das so toll erklärt, dass ich mich voll auskennt habe. Wie gesagt, da bin ich da manchmal schon ein bisschen wie vorher gerade schon angepisst. Aber jetzt wieder ein 10er fahren, 10 Megawatt. Da läuft was. So. Das geht sich jetzt nicht mehr aus, da fehlen eigentlich. Was fehlt man jetzt eigentlich? Eisen. Ja, 3 noch. Und bis ich die bauen kann. Dann gucken wir jetzt mal nach. Was wir jetzt noch haben. Wir haben, wie gesagt, einiges ja fertig. Sollten hier ja auch schon ziemlich auf die Reparaturstufe kommen. Mega Joule! Fehlt mir jetzt ein so ein Akkumulator? Wie es auch genannt werden. Na, scheiß drauf, bock ja Zähne. Ja, wurscht. Egal. Mit 12.000 irgendwas müsste jetzt rauskommen, dann müsste bei 11.000 irgendwas sein. Ja. Den hängen wir auch noch an. Und dann, wenn ich jetzt eins mache, stelle jetzt hier eine Kiste her und würde gerne mal ein paar Wasserräder oder so ablegen, weil das ist irgendwie schon so voll. Smelter, den brauche ich zum Beispiel auch sicher nicht. Ich weiß zum Beispiel nicht, warum ich diese Kupferdinger mit mir rumzah. Hier stelle ich übrigens gerade sowas her. Ich habe mich entschlossen, das ist mal wichtiger. Ist es ja ehrlich gesagt auch. Legen wir auch ein paar ab. Füllen wir lieber wieder an. Ah ja. Was arbeiten? Das sollte reichen, vor allem wenn ich mir meinen Verbrauch anschaue. Der ja eigentlich extrem weit darunter unter dem liegt, was ich eigentlich da. Ich verbrauche ja im Endeffekt nur so bei 2000 oder so von 12.000. Liegt auch an der eher geringen Anzahl von Maschinen da, aber ich habe in dem Raum halt nicht so unendlich viel Platz immer.
wie gesagt. Läuft noch. So, dann gehen wir jetzt Akkus aufstellen. Wir haben noch ein paar Akkus hier. So. Gigajoule-Akkumulatoren. Na dann. Schießen wir da ab, die Dinge da und fertig. Da fehlt aber nach wie vor zu wenig für das andere. Wurscht. Abmarsch! Tier unlocked. Terminal upgraded. New technologies and recommended tasks available. Advisory. All major sector assets have been reactivated. Remaining production terminal upgrades will be limited to the yield of extreme advancements in productivity. You're going for it, huh? Nice. Was hat's jetzt gemeint? Das ist eine Bergbauladung. War ja klar, dass da wieder was dazu kommt. Schauen wir mal. Was gibt's denn Tolles? Nein, nein, nein. Schauen wir den Terraforming an. Nix. Die wären cool. Man braucht sie immer wieder. Gut. Das scheint alles irgendwie scannbar zu sein. Oh. Das hört sich jetzt aber gar nicht mal so schlecht an. Ah, genau. So, ich kupferhaltiger Kalkstein. Kupfererz, Kalkstein und Kühlmittel. Kupfererz, Kalkstein, kommt eine Mischung raus. Ja, was mache ich mit so einem Teil dann? Okay. Und das ist eisenhaltiger Kalkstein. Achso. Boden. Und das Zeug kann ich da jetzt dann irgendwo reinfüllen, oder wie? Nein.
Mich der Teil interessieren, welche Maschine sieben kann. Vielleicht kann man es nur in den MK2-Smelter reingeben. Kalkstein, den kann man auch nicht. Wir müssen auf jeden Fall von dem ein paar herstellen. So, wir haben auf jeden Fall schon einiges jetzt geschafft. Wir haben viel. Wir haben 1,1 Gigajoule. Ich würde gerne noch ein bisschen höher gehen. Was fehlt? Kupfer oder Eisen? Kupfer. Ich brauche 1200 für dieses andere Terminal. Wenn wir dort nämlich jetzt mal lang marschieren, weil das wird mich jetzt interessieren. Und da brauche ich auch nochmal ein Megajoule, ein paar mehr. Also 1,2 eigentlich dann. Eine Kiste. Da war ich schon drin. Dann. Immer 1,1 Gigajoule. Ja, was mache ich in falscher Seite? So, aber jetzt kommen. Ah ja, jetzt weiß ich, das sind Zünddinger. Ich hab doch dahinter müssen. Haha. Oder welche herstellen? Sehr schön, stimmt auch noch welche her. 1,2. 5 sollte jetzt eigentlich das letzte sein, was ich brauche. So Leute, ich werde jetzt eine kurze Pause aber reinmachen. Ich werde nämlich auch für diese Türen brauche ich 200 Schaltkreise. Und ich würde da urgern in die Türen auch nochmal reinschauen. Bevor da dann jetzt irgendwas nicht mehr geht.
Aber die Produktion von dem müsste ich schwerst beschleunigen. Auf jeden Fall das. Vielleicht könnte vielleicht was abzweigen. So, 1,3 Gigajoule reicht für alles, was ich jetzt brauche. So. ...500 Sprengladungen Schaltkreise, das ist jetzt hart. So, was brauche ich für die Sprengladung? Ich schaue noch geschwind, bevor ich jetzt los... Okay, Atlantum. Kühlsystem. Prozessor. Einheit. Kühlsystem ist da hinten. Oder wird hier verbaut? Da bräuchte ich ja so richtig alles eigentlich. Problem ist, ich bräuchte noch mehr Eisenabbau und Kupfer, aber die Frage ist, ob ich das da überhaupt hinbringe noch gescheit. Weil im Prinzip gibt es ja da irgendwo. Dahin gibt es Kupfer. Was ist das andere da hinten? Kalksteinader. Da ist Kupfer. Ja. We've already examined this. Check your log. Identified. Xeno material containers. No contents detected. Ja, warum lasst mich's nochmal scannen, wenn's das in der 10 magst? Was mich schon interessieren wird, was Bergbauladungen sind. Ach so, das ist die Sprengding. Ja, okay. Mein Fehler. Ist am leichtesten im Spiel, ist sowas trotzdem im Inventar zum Herstellen. Es hilft nichts. Sie haben das ein bisschen verhunzt. Weil man wirklich im Inventar eigentlich am besten vorankommt. Man kann die ganze Zeit craften, gleichzeitig rumlaufen. Weißt, Kupfer findest du in jeder Ecke. Da, dort, überall. Kupfer, alles findet man. Ich überlege mal kurz was. Ich überlege mal nichts. Das ist mir eigentlich wurscht. Ich stelle das jetzt alles her. Und flatter jetzt nur mal kurz zum großen Lift. Schauen wir sich das noch an, dann ist es vorbei. Weil theoretisch passt das. Ich müsste hier
Ja, ich müsste jetzt wirklich werken. Und damit meine ich aber nicht nur so ein bisschen, sondern da meine ich, ich müsste wirklich so massiv reinwerken jetzt. Komplette Zwischendecke einziehen, komplette Produktion neu hochfahren und von diversen Sachen, damit das irgendwie im Doppelten produziert wird. Vielleicht baue ich wirklich eine Zwischendecke rein und scheiß drauf und mache das einfach noch einmal alles. Mach mal, wir haben gesagt, wir brauchen dann noch was. Die 40. Was heißt zugewiesene Kerne? Kann ich irgendwie diese Cluster zuweisen, damit ich es nicht irgendwo am Arsch der Welt hinstelle? Jetzt habe ich es aber schon am Arsch der Welt stellen, muss ich leider so sagen. Das ist nur jetzt blöd, ne? Ich schalte die Möglichkeit frei zu 7. Kann irgendwas hier 7? Also so betrachtet wird, ist es der einzige, der mir einfällt, der vielleicht 7 kann. Ich mach schon mal einen her. Der hat mich ja nur interessieren. Mache jetzt ja eh nichts damit. Ah, da war ich schon. So. We are still here. Repariere den Elevator. Iron Frame, Copper Frame, Advanced Circuit. Ist ein Advanced Circuit zufällig das, was ich gerade herstelle? Sowas? Ja. Ist es. Power restore to EFES freight elevator. Hallo. Awaiting executive level security authorization. Mach mal, grüne Würfel. This one over to you, sir. Do not be concerned. System receive authorization Zeta 17. Request denied. Authorization restricted to flag officers. That should not have occurred. Flag officers. Wait, I remember them. Pacific did this? Please, I need a moment to concentrate. A memory is taking form. System, receive Phoenix Protocol Omega 15. Stand by. Confirming planet-wide eligibility. Phoenix Protocol confirmed. Freight elevator initialized. Fulfill production quota to operate. A production quota? Yes. Yes, I remember now. Sir, are you all right? The quota is unbreakable, Sergeant.
We must fulfill it to proceed. Sir, that isn't the point. These elevators aren't supposed to have quotas that prevent them from moving. This is captivity. This is not what the expedition was about. There's no need to reach conclusions prematurely. It may be that this quota was instituted to compensate for a catastrophic loss of production elsewhere. Or everywhere. If the loss was that catastrophic, our crew could be in trouble in any sector. Anywhere. Yes. And we are standing before the only way to reach them. Groundbreaker, you will show this quota what I know you are capable of. Proceed. Ich soll es der Quote zeigen? Ha, ich hau dich nieder, Quote. Facility access door unavailable. Restore freight elevator operations to unseal. Was willst du? Okay. Alles gefühlt gerade so circa braucht diese komischen fortgeschrittenen, wie steht's links dann da als Schaltkreise. Also gehe ich mal davon aus, dass wir das jetzt da angehen werden. Wir werden über der Stahlproduktion. Liegen schon wieder hin. Jetzt habe ich mal eh schon Kabel gelegt, dass ich nur im Kabel nachlaufen muss. Wir werden über der Stahlproduktion, werden wir, Stahlbahn, meine ich natürlich, deswegen, werden wir anfangen mit dem am Boden einziehen. Wir haben jetzt genug Böden. Und werden den da weit ziehen und da eine völlige, komplette Produktionsline drauf klatschen. Ja, weilelang ist im Spiel überhaupt nicht vorangegangen. Mittlerweile komme ich weiter. Aber ich sag mal so, das werden wir in dem Part nicht mehr erleben. Ziemlich sicher. Ich zeige euch nur noch, wo die Reise hingeht. Nämlich, wir werden hierher kommen. Wieso? Weil ich hier noch Eisen habe. Auf ungefähr die Höhe. Und da rum drüber. So. Und das hier einfach jetzt so brat machen, wie wir wollen. So. Fettboden. Jetzt beginnt's. Leute, jetzt beginnt's. Das ist jetzt der Anfang von massivem Bauen. Nämlich mit einer Zwischendecke, dass dich anscheißt. So. Ich habe ja noch keinen Strom. Hat sich erledigt. Jawohl, ja. Und los geht's. Bammer. Hier gleich die MK2-Bohrer sollten wir eigentlich überall einsetzen. Die Bohrerwerke gehen auch, die Schmelzer müssten. Den Schmelzen muss man ein bisschen auf den Popo gehen, glaube ich. Die ziehen ein wenig runter. Ja, das habe ich auf jeden Fall mal genug. Aber ohne diese Dinger hier kommen wir nicht weit. Ich zeige euch mal, was ich dann jetzt genau vor mir habe. Ich brauche die
Wir brauchen ein Kühlsystem. Dafür brauche ich das Zitruszeug. Und für das brauche ich Kalk. Und Eisen. Und ach du Scheiße, ist das viel. Das Zitruszeug übrigens kriege ich nur, wenn ich mal diesen Zeug anborge. Dann kann ich so ein Kühlteil machen. Mechanische Bauteile, brauche ich Kupfer dazu. Gut, das habe ich auf der Gegenüberseite. Für den Prozessor brauche ich die andere Pflanzenproduktionslinie. Und diese Bauteile. Alter, ihr seht, was da jetzt auf mich zukommt, oder? Aber ich zeige euch was. Challenge accepted. Ich werde von hier bis ganz rüber das Ding ziehen hier. Brauche ich leider alles dafür. Ich meine leider, brauche ich halt. Jetzt werde ich bis rüber zahlen, dass das Kupfer und das Ding gleich mit abgebaut werden kann. So ein Scheiß. Ging sich mit der Höhe nicht schön aus. So, ihr seht jetzt, wo ich hin will. Genau da gehört das ran. Wir sind verbunden mit dem. Von dem darum werden wir abzweigen. Jetzt, weil ich das weiß, braucht der jetzt eh nichts mehr. Ja, der ist eh immer boom voll. Dann gehen wir noch in die Richtung weiter. Hier auch noch einen Erztypen ranhauen. Das muss ich irgendwie ausgehen da. Habe ich irgendeinen Bohrer mit, um das zu testen? Nee, gell? Das ist so gar kein. Da müssen wir jetzt alles hochfahren, was wir bis jetzt gelernt haben. Nennen wir das einfach mal so.
So. Ja, pattert schon eine Stunde, ich weiß sie. Aber es geht. Es läuft Kalk, Kupfer, gegenüber Eisen und Atlantum kommt von irgendwo. Der Rest wird anbaut. Leute, das geht jetzt erst so richtig los. Im nächsten Part. Heute, wenn es euch gefallen hat, würde mich freuen. Abo, Like, Comment nicht vergessen. Bis dann und schönen Tag noch. Servus.